Ex-Hypo-Chef Wolfgang Kulterer hat beim Landesgericht um Haftaufschub angesucht. Grund sei eine nötige Therapie nach einer Schulteroperation. Nach der Genesung wolle Kulterer seine Haftstrafe aber unverzüglich antreten, so sein Anwalt. Der SAK hat im österreichischen Fußballcup mit nur 10 Mann den Erste-Liga-Verein Hartberg in der Verlängerung mit 4:2 in die Knie gezwungen. Fürs Cup-Achtelfinale wünschen sich die Klagenfurter jetzt einen Bundesligisten, am besten aus Kärnten. Was für eine Dramaturgie, was für eine Wende. Der SAK lag nach nur 33 Minuten bereits mit 0:2 zurück. Zweimal war Friesenbichler erfolgreich. Verlor nach einer fragwürdigen gelb-roten Karte Kapitän Goran Jolic. Mit einem Mann weniger nahm das Fußballmärchen dann seinen Lauf. Kanonier Dario Bischan verkürzt auf 1:2. Nach einer weiteren Granate von Bischan sorgte der eingewechselte Kumpre in der Verlängerung für den Führungstreffer. Spieler des Tages war Dario Bischan, der mit seinem zweiten Treffer für kollektiven Freudentaumel sorgte. Im Achtelfinale wünscht sich der SAK nun einen Kärntner Club. Mir wäre richtig, vielleicht WRC wäre das, oder Austerklagen, für die Mann, das ist ganz egal. Wir möchten nur ein Heimspiel haben. Kommt ein Bundesligist, dann hat der SAK Heimrecht.